Bis zum Ende bin ich für euch da. Unsere Träume werden endlich wahr. All die Zeit, die wir zusammen waren, wir werden immer beste Freunde sein. Joho, Pokémon-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. In der letzten Folge sind wir in die Stadt Illumina City eingefallen und haben uns hier ein wenig umgesehen, zumindest soweit wir können, denn... Pardon, ihr kannst nur momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall und wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Ja, vielleicht am Strom, vielleicht saugt ein Pikachu an eurer Hauptstromleitung. Ich weiß es nicht. Naja gut, wir wollen sowieso erstmal zum Labor des Professor Platons. Und das befindet sich hier. Übrigens, hallo nochmal. Das Gebäude hier ist Platons Pokémon-Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Okay. Du hast eine weite Weg von Eskizia hierher. Nee, hinter dir meine ich. Aber jetzt bist du ja hier. Professor Platon erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach die Aufzug. Es ist ein Ohr doch, Bild. Ein Ohr doch. Ich will auch ein Ohr doch. Poster haben. Boah, wäre das voll cool, so ein riesengroßes Ohrdoch-Poster bei mir im Zimmer. Hey, hi, kleiner Pimpf. Der Professor hat ganz schön vielen Leuten ganz viele Pokémon beigebracht. Ja, so gehört sich das auch für einen Professor. Zweiter Stock, hat sie gesagt. Na dann. Gott, diesen Fahrstuhl kriege ich immer jedes Mal klaustrophobische Anfälle. Hey, es gibt noch einen ersten Stock, nicht wen. Da gibt es bestimmt wieder jede Menge Leute, die wir ausfragen können. Bling. Hier vorne zum Beispiel. Um die Bande zu deinem Pokémon zu stärken, gibt es nichts Besseres, als viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Hier, diese Bälle werden dir bestimmt helfen. Ich krieg Luxusbälle. Cool. Ich hab mal vorher welche bekommen, die sind einfach total hübsch. Mit einem Luxusball gefangene Pokémon freunden sich leichter mit dir an. Okay. Oh, das ist ein Wissenschaftler. Hallo. Der Professor erforscht die Entwicklung und den Wandel der Pokémon. In jungen Jahren hat er offenbar sehr viel von Professor Eiber aus der Sinnoh-Region gelernt. Ah, den kenne ich auch noch. Hast du auch Items für mich? Es gibt männliche und weibliche Pokémon. Echt? Ja, sowie solche, deren Geschlecht unbekannt ist. Was? Ja, wirklich. Zudem weist das Aussehen mancher Pokémon geschlechtsspezifische Unterschiede auf. So wie das kleine Pikachu, das ein Herzchenschweif hat, wenn es ein Mädchen ist. Hey, bleib doch mal stehen. Pokémon verfügen über rätselhafte Kräfte, die Fähigkeiten genannt werden. Manche dieser Fähigkeiten entfalten ihre Wirkung während eines Kampfes, andere wiederum, wenn du das Pokémon in deinem Team mit dir führst. Oh, noch ein kleiner Pimpf. Ich habe gehört, dass es ein Pokémon gibt, das man nur erforschen kann, wenn man eine Waschmaschine und einen Fernseher hat. Klingt komisch, ist aber so. Es gibt kein schöneres Gefühl, als im Kampf mit seinem Pokémon auf einer Wellenlänge zu liegen. Jo, eine Wellenlänge spüren die guten Vibes und wie... Ist das ein Oratütox? Das ist ein Oratütox. Das ist doch ein Oratütox. Ist das ein Oratütox? Warum erforscht du Oratütox? Ich entwickle gerade ein Gerät, das mir bei meiner Forschung helfen wird. Doch das ist alles andere als einfach. Gedulde dich bitte, bis es vollendet ist. Und du erforschst Oratütox. Was entwickelst du? Mülleimer? Egal. Wir werden es in geraumer Zeit feststellen. Was heißt geraumer Zeit in... Das wird noch eine Weile dauern. Auf in den zweiten Stock treffen wir Professor Platon. Croton. Oh, jetzt eine Suppe mit Crotons. Hey, da ist er ja. Hi. Endlich treffen wir uns. Oh, diese Musik. Fein, fein, dann komm doch mal bitte mit. Wenn er jetzt mit Sekt und Rosen auf mich wartet, dann hau ich aber wieder ab. Die französische Musik. Die klingt so trischig. Toll, dass du den weiten Weg aus Eskizia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platon. Na, macht dir das Reisen zusammen mit den Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein, dann will ich mir doch gleich mal deinen Pokédex ansehen. So, so. Im Zentralbereich der Galas-Region hast du 34 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit, du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas Besonderes an dir. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich.
Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von Eskizia hatte ich mich bereits für das Kind von befreundeten Trainerveteranen entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihorn-Jockey Primula und ihre Tochter nach Eskizia gezogen sind. Du kennst die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du die ideale Kandidatin für dieses Unterfangen bist und man kann ich heute schlecht vorlesen. Professor, hallo, ich bin Sana. Die Nervensäge ist auch da, alle schien. Da wären wir. Entschuldigt die Verspätung. Fein, dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Dir wird die besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Platon, zu kämpfen. Okay. Was macht ihr denn hier? Ein Pokémon-Kampf hier im Labor? Voll gefährlich. Warum darfst ausgerechnet du gegen Professor Platon kämpfen? Ich bin so neidisch. Wenn ich mich recht entsinne, ich weiß gar nicht, mit welchem Pokémon er angefangen hat. Ach, ich hab mich überraschen lassen. Wollen wir mit dem Kampf loslegen? Nein, warte. Kein Problem, ich kann warten. Lass dir Zeit, ich gehe nirgendwo hin. Ich warte auf dich. Pokémon. Moment. Nee, momentan kann Bamelin die Erfahrungspunkte echt gut gebrauchen. Dann bleiben wir mal bei unserem Bamelin-Mädchen. Und geben Professor Platon eins auf die Nase. Wollen wir jetzt endlich kämpfen? Ja, gerne. Auch ein Ohrdoch-Poster. Nur noch schnell vorweg, ich bin ein Kackbuhn. Ich kann nicht sonderlich gut kämpfen. Warum sagt er mir das? Egal. Eine Pokémon-Kampfherausforderung von Professor Platon. Bisasam wird von Platon eingesetzt. Bisasam! Los, Bamelin! Klingt wie ein Delfin. Was soll Bamelin tun? Ausgetauscht werden vielleicht, weil das ein Pflanzen-Pokémon, das ist ein Wasser-Pokémon und Mala hat viel bessere Karten. Bamelin, hast dich gut gemacht, aber jetzt ist wieder mal Nala dran. Fette Katschen-Action. Durch! Ah, und jetzt gibt's auch keine Beeren mehr für euch. Egelsamen, ein geschickter Schachzug. Die beste Möglichkeit, um sich noch möglichst lange gegen ein Feuer-Pokémon wehren zu können. Sinnvoller wäre es gewesen, jetzt das Pokémon zu tauschen, aber das kann man ja auch nicht ewig machen. Kraftschub! Ich habe keine Ahnung, wie das Läufeo vom Sound her. Ich weiß es nicht. Das war nicht sehr effektiv, allerdings der dauerhafte Schaden von Egelsamen, der tut schon ganz schön weh. Aber wir sollten es gut geboostet sein und mit Glut einen absoluten Volltreffer landen. Das war sehr effektiv. Dieser Samen wurde besiegt. Wie ich es geguckt hat. Iki erreicht Level 16. Ich glaube, dann müsste es sich sogar entwickeln. Ich will nicht, dass sich mein Iga-Maro entwickelt. Legst du Shigi ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Ja. Los, Iggy, du bist dran. Shigi. Okay, dann setzen wir doch als erstes Rankenhieb ein und gucken mal, vielleicht reicht das ja sogar schon. Und naja, passt. Und eine Aquaknarre. Wow, das macht wirklich kaum Schaden. Krass. Ja, dann können wir noch mit ein bisschen daher arbeiten, ne? Jumps. Au, allerdings sollte man sich an so einer harten Schale von einem Schildkröten-Pokémon die Zähne ausbeißen. Jacke! Tut mir leid, Shigi. Oh, Pikachu erreicht Level 10. Und es möchte Ruckzuckhieb lernen. Ja, das kannst du doch gerne machen. Vergessen wir dafür den Routenschlag, der ja gar kein Schlag ist, weil er gar keinen wirklichen Schaden verursacht. Stellt euch mal vor, ein Onix benutzt Routenschlag und nichts passiert. Etwas unrealistisch, nicht wahr? Glumanda, Pokémon wechseln, da ist wieder Bamelin die richtige Wahl. Iggy, dankeschön, bis zum nächsten Mal. Los, Bamelin! Go. Glumanda!
So, dann nutzen wir hier mal die Power des Nassschweiß und hoffen, dass wir auch gleich das... Ja, wir treffen. Au, das wird wehtun. Ja, das war sehr effektiv. Glumanda hatte keine Chance. Sorry. Noch mehr Erfahrungspunkte für uns. 2, 2, 1, 2, 1, 3. Okay. Ja, doch, unsere Werte steigen exorbitant. Schnell. Bammelin versucht, Aquaknarre zu erlernen, aber Bammelin kann nur maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch Aquaknarre ersetzt werden? Nee, ich mag mein Moveset. Aufgeben, Aquaknarre zu erlernen? Oh ja. Sorry, Bammelin, aber Nosmach war recht. Ich habe Plankton besiegt. Das war wohl nichts. Klassische Leistung, aber von dir. Aha, oh ja. Hanni gewinnt 1400 Pokédollar. Oh, das ist gut, das ist... Oh. Es ist so niedlich. Das ist, wenn es groß ist, gar nicht mehr niedlich. Oh. Entwickeln oder nicht entwickeln? Aber dann wird es uns bei jedem Level fragen, ob es sich entwickeln soll oder nicht. Und man muss ja auch mit der Zeit gehen. Und auch wenn es dann nicht mehr so süß und knuffig aussehen wird, wie es jetzt aussieht, die Endentwicklung ist schon ziemlich cool. Egal. Iggy, du darfst dich entfalten. Frei entfalten, so wie du möchtest. Es leuchtet. Es leuchtet. Es sammelt seine Energie, es bündelt. Die macht dich. Riegel, wow, LSD-Trip. Shiny, Glänzi. Uff. Die Nase. Oh, da drauf. Igas Tarnisch. Bin ich froh, dass wir es nur Iggy nennen. Das ist mir viel zu... Hm. Ja, irgendwie ist ja auch noch niedlich. Also, ich meine, es war vorher niedlicher, aber... Hätten sie die Nase anders gestaltet, wäre das mega süß, aber... Ich werde dich trotzdem lieben. Egal, wie du dich entwickelst und wie du dann aussiehst. Alles klar, jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Na, ein Bild von dem, was Anni kann. Sie ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eurer Reise begleiten wird. Ihr, du kannst ja zuerst eins aussuchen. Noch mehr Pokémon, noch mehr Pokémon. So, wir können wählen zwischen Glumanda, Iva Warm und Shiggy. Ich liebe Visasam, ich liebe auch Glumanda und ich liebe Shiggy, aber Shiggy mag ich am meisten, weil Shiggy war das erste Pokémon, das ich selber erhalten habe in meiner blauen Edition damals. Und im Angedenken an dieses Shiggy und an den Spielstand, den ich sogar immer noch habe, an das Turtok, das ich jetzt dort habe, werde ich auch hier ein Shiggy nehmen, auch wenn wir es nicht in unser Team aufnehmen werden, denn wir haben schon ein Wasser-Pokémon. Sorry, Shiggy, aber so... bröselt der Keks nun mal. Ja, dann nehmen wir auch das Shiggy. Shiggy! Oh, ist das nicht süß? Ich liebe Shiggys. Ah, du hast dir also ein Shiggy ausgesucht. Warum nicht? Fein, fein. Mein Team ist leider voll. Will ein Pokémon, das weg soll? Boah, ist das gemein. Kann man nicht das Shiggy auf die Bank lagern? Mit Riolu werde ich wahrscheinlich nie zum Kämpfen kommen, weil... Kampf-Pokémon muss nicht so unbedingt... Yay, Shiggy! Möchtest du ihm vielleicht einen Spitznamen geben? Oh ja, das möchte ich. Und zwar den Namen meiner Schildkröte. Der wäre Kiki. Ja, ich weiß, ein männliches Shiggy, das später zu Turtok wird. Mit dem Namen Kiki. Los, Kiki, du bist dran! Turtok! Das wird bestimmt, das wird den Gegner verwirren. Aber so ist das nun mal. Shiggy soll also sein Spitzname sein? Aha. Da du dich für Shiggy entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir. Hanni erhält Turtok Need. So, ihr zwei, ihr sucht euch jetzt aber auch ein Pokémon aus. Nicht streiten, bitte. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile, lass dir ruhig Zeit. Mit dem auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt. Hallo, Professor Platon. Na sowas, ihr seid ja schon alle hier. Hab ich's nicht gesagt? Fein, fein, damit wären dann alle anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit dem Pokémon habt. Versucht dabei stets die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt.
Die Mega-Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung, stellt das größte Mysterium der Kalos-Region dar. Lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch auf die richtige Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Mega-Entwicklung schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex? Drovato, wenn du einen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge dieses Ziel mit aller Kraft. Aber ich finde diese Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Vanité, die französische Stadt, die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt hat eine lange Geschichte, vielleicht findest du dir einige Anhaltspunkte. Noch etwas, wenn ihr die Region bereist, um euren Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird euch ganz neue Welten eröffnen. Ich finde, anders zu sein als andere macht meinen eigentlichen Wert als Menschen aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. So, na dann machen wir uns mal auf den Weg. Hi, Tiano. Der beste Trainer zu sein, der man nur sein kann. Was das Tanzen angeht, könnte ich es da ziemlich weit bringen, denke ich. Ich werde auf jeden Fall meinen Pokédex vervollständigen. Also ich möchte einfach möglichst viel erleben, woran ich mich später gerne zurückerinnere. Ich finde, anders zu sein als andere macht meinen eigentlichen Wert als mit den Menschen aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Ich sage immer denselben Satz. Ich bin cool. Na gut, dann machen wir uns mal vom Acker. Hey, da ist ja noch jemand zum Reden. Im Zentralbereich der Kalos-Region bist du bisher 38 Pokémon begegnet. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Vielleicht hilft dir diese TM ja dabei, mit noch mehr Pokémon Freundschaft zu schließen. Der Trugschlag. Ausgezeichnete Attacke. Trugschlag ist eine Attacke, bei welcher der Anwender seine Kraft zügelt, sodass dem Ziel in jedem Fall ein KP erhalten bleibt. Das ist natürlich äußerst praktisch, wenn man vorhat, Pokémon zu fangen. Oh ja, wir können ja mal gucken, ob irgendeines unserer Pokémon diese TM lernen kann. Die ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Nope. Nope. Habe ich schon Nope gesagt? So, ich weiß gar nicht, wie lange wir inzwischen schon aufnehmen. Ich würde sagen, wir erkunden die Stadt noch ein bisschen. Bis ich das Gefühl habe, es ist zu lange. Erdgeschoss. Vielleicht darf ich jetzt in den Bereich der Stadt, in dem ich unbedingt noch rein wollte. Denn, ich darf noch nicht weiter. Wie ist das denn? Ich werde sie also schon bald treffen. Ja. Die Kinder, die der Professor auserwählt hat. Welches Potenzial sie wohl in sich bergen. Darf ich vorstellen? Das ist Annie. Sei das so gut und komm bitte mal kurz rüber. Okay, hi. Was geht? Oh. Du hast also einen Pokédex und Professor Platon erhalten. Es ist einfach wunderbar, wirklich. Du bist wirklich auserwählt. Mein Name ist Flordelis. Es ist mein Bestreben, möglichst viel über die Pokémon zu lernen und den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. Ich konnte viel von Professor Platon lernen. Oh, du hast ja einen Hololock bei dir. Wissen ist Macht, hörst du? Mach sie dir also zunutze. Hör mir gut zu. Diese Welt muss besser werden. Alle auserwählten Menschen und Pokémon müssen unermüdlich arbeiten, damit die Welt ein schönerer Ort wird. Nun gut, ich muss dann mal los. Richte Professor Platon bitte meine Grüße aus. Ich strebe nach einer besseren Welt. Nach einer Welt der Schönheit. Ich frage mich, was für eine Welt Fleur de Lis mit dieser Welt der Schönheit genau meint. Es gibt so viele verschiedene Pokémon in der Kalos-Region. Ich hoffe, der Pokédex hilft dir dabei, mehr über sie alle in Erfahrung zu bringen. Das war creepy. Oh. Honey, es gibt da einen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Also bis bald, tschüss! Ich möchte etwas mit dir besprechen. Warte im Café Soleil auf dich. Ich warte im Café Soleil auf dich, Nachbarin. Ich habe auch einen Namen, weißt du? Was Kalem wohl auf den Herzen hat? Keine Ahnung, scheint aber ein großes Geheimnis zu sein. Ich bin zwar neugierig, aber wir sollten uns da wohl besser raushalten. Honey, verlass das Labor, wende dich nach links und geh dann immer geradeaus, um nach Vanitea zu gelangen. Das Café Soleil liegt übrigens in derselben Richtung. Okay, vielen Dank. Ich habe mich sowieso wahrscheinlich innerhalb von 3 Schritten wieder verlaufen. Okay, wende dich nach, keine Ahnung, links, rechts... Illumina City ist echt riesig, aber solange man auf den großen Straßen bleibt, verläuft man sich schon nicht.
Ich mach mal eben einen kleinen Spaziergang. Die Allee hier lädt ja förmlich dazu ein. Tschüss. Nach Vanitea und zum Café Soleil geht's dort lang. Ich zeig dir das mal. Okay. Gut, dass ich meine Freunde dabei habe. Ganz ehrlich, gut, dass ich meine Freunde dabei habe. Lass die Nervensäge gesondert, da will ich nicht hin. Okay, dann rennen wir mal ein bisschen. Mir wird immer schlecht, wenn ich in dieser Stadt die Rollerblades benutze, weil wenn dann... Ihr versteht, was ich meine. Da ist Kalem. Ich mache einen Bogen um die alle. Ich möchte... Wo ist das, wo ich rennen möchte? Da möchte ich rein. Da, wo die Schere davor ist. Das mache ich nämlich in der Folge noch. Willkommen! Wir beraten unsere Kunden bei Frisur und Farbe. Die Zufriedenheit des Kunden ist für uns alles. Wonach steht dir heute der Sinn? Haare schneiden und Haare färben. Soll ich dein gesamtes Haar schneiden oder nur dein Stirnhaar? Komplett. Ein kompletter Haarschnitt plus Farben, das macht zusammen 3000 Poké-Dollar. Bist du einverstanden? Erb. Sehr schön, dann folg mir bitte. Deinen Hut kannst du mir gerne in der Zwischenzeit geben. Wie soll ich deine Haare schneiden? Mittelkurz. Mittelkurz, also sehr gerne. Welche Farbe soll es denn sein? Was hast du dir vorgestellt? Dunkler als jetzt. Honigfarben. Honigfarben also, sehr gerne. In letzter Zeit schleicht sich ja ein so seltsamer Typ durch die Gegend, der mir nicht ganz geheuer ist. Was so seltsam an dem Typ ist, das sag ich dir. Er faselt ständig so unverständliches Zeug, irgendwas von irgendeiner Kraft oder so. Und dann verschwindet er plötzlich wieder. Hast du denn eine Präferenz, was dein Stirnhaar angeht? Pony. Eine Ponyfrisur also, sehr gerne. Alles klar, wir sind fertig. Oh, juppie. Neue Haarfrisur, sehr schön. Deine neue Frisur steht dir ganz hervorragend. Ein kompletter Haarschnitt plus Färben, das macht 3000 Poké-Dollar. Vielen Dank für deinen Besuch. Komm doch jederzeit wieder vorbei, wenn dir nach einem neuen Look ist. Oh ja, endlich. Endlich sieht mir der Charakter ein bisschen ähnlich. Gut, ich habe momentan keine honigfarbenen Haare. Sie sind momentan normal brünett, aber ich finde, zu Honey passt halt einfach Honig. Und wir sehen jetzt doch entzückend aus. Sehen wir nicht entzückend aus? Wir sehen doch entzückend aus. Komm, zeig dich mal. Perfekte, perfekte. So, Klamotten gibt es hier leider keine für uns, aber das können wir sicherlich noch in den anderen Folgen dann mal angehen. So, ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Wir hatten einen sehr ereignisreichen Tag. Wir haben uns mit Professor Platon fett gebettelt und ein Shiggy erhalten. Shiggy! Werden wir nicht im Team behalten. Ich werde es vielleicht jetzt einfach eine Zeit lang mit drin behalten. Wer weiß, vielleicht behalten wir es doch im Team. Es kann, glaube ich, auch recht viele VMs lernen und dann könnten wir Zickzack rausschmeißen und... Ja, Zickzacks, das tut mir sehr leid, aber manche Dinge müssen einfach geschehen. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon X, wenn wir uns Illumina City genauer angucken. Mal schauen, was Kalem von uns denn unbedingt möchte. Klingt irgendwie verdächtig. Bis dahin, bye!